Hey Leute zusammen und herzlich willkommen zurück zu Thief. Ich befinde mich immer noch in was zum Henker tut der da. Cool. Also dafür solltest du extra Trinkgeld bekommen, mein Freund. Ja, das ich ist ein Jahrmarkt ohne Attraktion. Boah, ich muss ja echt gleich rausgehen. Die labern mir immer so viel dazwischen. Was ist das denn jetzt? Ja, ich bin beim letzten Mal nicht ganz fertig geworden. Ich muss mal ein bisschen was auf den Kopf hauen hier. Ich schau mal ein bisschen Geld verprassen. Die sehen aus, als könnten sie wehtun. Bietet erhöhten Schaden und Durchschlagskraft. Gib mir. Hui. Es wird immer weniger. Feuerpfeile habe ich noch 7, brauche ich also nicht. Breitkopfpfeile. Gucken wir mal, dass wir 5 haben. Wasserpfeile, Wasserpfeile. Immer sehr wichtig, sehr wichtig. Bling, 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 bling. Danke. Stumpfer Pfeil. Gib mir mal so. 15. Ich glaube, das sind Leuchtbomben. Darf ich nicht? Ach, habe ich wahrscheinlich genug, ne? Explosionspfeil. Ich denke mal, da brauche ich eh nicht so viele von. Seilpfeile. Seilpfeile, ganz wichtig. Nehmen wir mal 10. Und... ja, 8 dürfen reich. Okay, ich denke mal, das reicht. Ausverkauft. Cool. Achso, das ist verkaufen. Nee, verkaufen will ich ja nicht. Soll ich? Soll ich nicht? Ich weiß es nicht. Erhöht den Fallschaden leicht. Ja, Schaden. Schaden. Schaden will ich ja gar nicht. Und erlittenen Schaden will ich auch vermeiden. Schlossknackqualität. Ach ja. Okay. Ich denke, das war's. Bleibt in den Schatten. Aber natürlich doch. Die Mausempfindlichkeit ist mir so schön. Wie komme ich denn jetzt wieder raus? Hier. Du nicht, du auch nicht, also bist du Was ist ein Jahrmarkt ohne Attrakt? Ein wunderschöner Platz. Ruhig jetzt. Ich habe meinen Timer nicht gestellt. Ziehen wir 3 Minuten ab. Passt. Speichert das Spiel automatisch deinen Fortschritt. Ja, aber hin und wieder sollte man sich die Tipps da unten mal durchlesen. Glaube ich. Wartet, wartet. Ziele. Was? Spielfortschritt? Ressourcen? Ach, Sägezahnfeier. Ja, die hatte ich vorher noch gar nicht. Hahaha. Ja. Sehr schön. Danke. Ich würde aber gerne die Ziele nehmen. Was ist das für ein komischer... Mann. Begib dich zum Haus des Sammlers. Warum? Vittori braucht mich um seine Exponate... Nein, das wollte ich eigentlich jetzt nicht machen. Was ist denn jetzt bei mir in der Nähe da unten? Gar nichts. Doch, das hier. Verfolgen? Verfolgt. Ich habe das Gefühl, dass das nicht das ist, was ich denke, dass es ist. Kann ich nicht verfolgen. Weil... Verstehe. Das ist nur der Platz, wo ich die Quest erhalten habe. Wahrscheinlich. Oder? Haus des Sammlers. Oh mein Gott. Muss ich wieder komplett auf die andere Seite hier, wa? Ich merke das schon. Auftrag von Basso. Nachlass einer Lady. Ja, komm. Passt. Dann machen wir das halt. Wenn wir schon dabei sind. Komm, gib ein bisschen Gas. Nein, das werde ich auf keinen Fall tun. Da geht es nämlich zurück zu dem Irrenhaus. Soweit ich weiß. Okay, jetzt muss ich gucken, wie ich da hinkomme. Mal wieder. Ach, da komme ich auch da rein, ne? Ey. Nicht am Pfosten kleben bleiben. Dem verpasse ich einen Schnitt. Wo komme ich denn hier hin?
Eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei. Aha! Hey! Schön, schön. Das nehme ich mit. Ja, freut mich. 9 von 16. Oh je, habe ich ja doch noch ein bisschen was vor mir. Wobei 9 Stück habe ich schon. Gar nicht übel. Ich sollte mich vielleicht mal ein bisschen leiser bewegen. Die Nacht ist schwarz wie das Lächeln eines Mädchens aus der Sugar Lane. Yeah. Oh. Ah, da oben. Kann ich da irgendwie hoch? Bei Rocks Zähnen. Was? Stört die das, wenn ich die Lampe ausmache? Offensichtlich nicht. Sehr schön. Psst. Psst, 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 psst. Ha? Nein! Das ist keine Bewegung! Nein, 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 nein! Hui! Wartet, 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 wartet. Jetzt bin ich natürlich wieder zurückgerannt. Das war eine sehr gute Idee. Tschüss! Komm schon! Au! Lauf doch! Wo komme ich denn hier raus? Hi! Ich mach dich fertig! Kleinen Moment. Aua! Irgendwie muss ich doch... Aua! Aua, hast du es ausgekundschaftet? Das Haus der Stadtratswache? Ja. Das tut doch weh. So. Das lief nicht so wie geplant. Aber das kennt man ja von mir. Ich habe da irgendwas übersehen, was geglänzt hat. Das war schade. Weil, hätte ich gerne gehabt. Hier war ich, glaube ich, auch schon drin, richtig? Flomp. So. Jetzt weiß ich... Oh Gott, oh Gott. Frischer Fisch sieht anders aus, Freunde. Ah, nein, nicht da. Ich kann doch nicht so einfach aufmachen. War ich hier nicht schon drin? Nein, anscheinend nicht. Was man auf dem Weg noch alles so findet. Brief von Pollys Verehrer. Oh, ist ja süß. Kann ich ja gleich lesen. Hey, wieder hoch. Er schläft mit einem Füller neben seinem Kissen. Das ist so genial, diese wertvollen Dinge, die sehen immer so edel und so sauber aus zwischen diesem ganzen schäbigen Scheiß hier. Komm ich hier raus? Wow, ich komme hier tatsächlich raus. Ich kann da einen Blumen platt trampeln. Ey, aber ich bin meinem Ziel näher gekommen. Sehr schön. Aha. Okay, und jetzt? Sammlerstücke, ja, städtische Denkmaltafeln, Zollhausbrücke. Kulturerbe, Teil eines Komplexes, der den großen Sturm von 624 überdauerte. Nice, nice. Aber, ich wollte eigentlich zu den Dokumenten. Meine geliebte Polly, wir dürfen nicht länger getrennt sein. Deine Stimme und dein sanfter Duft haben mich umgarnt. Wenn ich bei dir bin, winken mir die sommerlichen Küsten wie nie zuvor. Was? Und träume von goldenem Sonnenlicht erhellen jeden wachen Moment. Bitte sag, dass du mein sein wirst. Mein allein. Dein hingebungsvollster Freier, Reginald. Ah ja, okay, okay, okay. Ich verstehe. Oh mein Gott. Da ist aber jemand, der guten sehr verfallen. Lalala. Nichts passiert. Alles gut. Hui. Okay, jetzt aber. Hui. Wie komme ich da jetzt rüber? Wie komme ich da rüber? Ich muss irgendwie darüber. Und ich habe es ganz oft darüber gesagt, ich weiß. Lalala. Durch das Tor komme ich wahrscheinlich nicht. Das wäre auch viel zu einfach.
Da außen rum und dann da hoch. Na toll. Ich bräuchte mal die Minikarte. Aber hier komme ich doch gar nicht her. Ah, doch. Aha. Tata. Und zack. Gib mir das. Schnell, hoch, schnell, schnell. Okay, ich hoffe, hier oben wohnt keiner. Wenn doch, habe ich jetzt ein Problem. Nein. Keiner mehr, ha? Sieht gut aus. Zeig mal her. Und... Oh, Mann. Ich mag leere Wohnungen nicht. Da lohnt es sich ja gar nicht. Naja, vielleicht ist sie auch nur einfach da, um durchzurennen. Ja. Achso, muss ich gar nicht. Okay. Zu viele Ablenkungen in kurzer Zeit alarmieren alle Gegner. Nee, ja. Das habe ich gerade gemerkt. Ganz dezent. Ah, hier ist wieder alles so hell. Oh, da unten glinzert was. Jui. Gib mir das. Oh, wow. Eine Goldmünze. Ich bin reich. Da oben spielt ein bisschen die Grafik verrückt. Hier komme ich nicht weiter. Wie soll ich denn da rüberkommen? Hier ist alles so hell. Oh. Guten Abend, mein Freund. Aha. Ich kann also. Nein, kann ich doch nicht. Oder doch? Ah, hier komme ich doch vorhin. Hier bin ich doch vorhin hergekommen. Jetzt muss ich wahrscheinlich dann jetzt darüber. Hui! Nein! Nein, 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 nein! Du siehst mich nicht, du hörst mich nicht, ich bin überhaupt nicht da! Der Schädel. Nein, 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 pfui! Lieb sein! Hoch? Da hoch? Komm schon! Und zack! Und hops! Und wieder verpasse ich den ganzen Part, um irgendwie zu diesem Typen hinzukommen. Das ist mir jetzt aber vollkommen Schnuppe. Ah, wir kommen dem näher. Ich versuche nicht trübsinnig zu werden. Wirklich. Die beiden interessiere ich, glaube ich, nicht, ne? Oh nö, sag bloß. Muss ich da durch? Auch nicht, dass das wieder so... Ach Mann, oh. Okay, werd hier so nett, wieder rumzudrehen. Danke. Ich war der Weg des Barons. Doch dann kam einen Moment. Speichern. Danke. Die haben sowieso nichts mehr. Ich muss mehr. Ich muss da hoch. Aber wie zum Henker komme ich denn da hoch? Hopp. Komm schon. Hopp. Nein. Offensichtlich nicht. Hua. Ah, Manu. Ach, jetzt komme ich hierher. Okay. Aha. Hopp. Hua. Falle. Böse Falle. Kann man die irgendwie entschärfen? Bestimmt, ne? Oh. What? Hier war ich auch noch nicht, oder? War ich hier schon mal? Sehen wir jetzt, ob ich hier schon mal war. Hey, shh. Gehst du da wieder ran? Sofort. So. Zack. Und... gib mir. Oh, schade. Hier war ich schon. Okay. Noch ein bisschen Schlosserknacken geübt. Kann ja nicht schaden. Ja. Yep. Dann müsste ich doch eigentlich die Falle auch schon entschärft haben, oder nicht? Nee? Ich habe keine Ahnung. Wie bin ich hier hoch?
hochgekommen? Ich weiß es nicht. Egal. Jedenfalls geht's hier weiter. Diese verdammte Stadt. Echt. Da oben muss ich hin. Okay, sehr schön. Ey, geh da rüber. So. Einmal zack. Bisschen weiter hoch und zack. Und rein da. Ja, fangen wir den nochmal an. Ab der Hälfte vom Part. Ey, weil habe ich diesmal keinen ganzen Part gebraucht, um ihn zu finden. Ich steigere mich. Wuhu. Na komm. Danke. Speichern. Okay, wo muss ich jetzt hin? Und was muss ich überhaupt machen? Hab ich das gerade gelesen? Was ist mein Ziel? Stiehl den Oktopus. Okay. Aber weiß ich, wo der ist? Natürlich weiß ich nicht, wo der ist. Kann ich hier unbeschadet raus? Sehen wir jetzt. Ich war das nicht. Wer immer da ist, komm raus! Nö. Ich will aber gar nicht. Hier ist niemand. Das war unheimlich. Ja, ne? Oh. Hui. Speichern. Bam. So, dann bin ich dich doch schon mal los. Das ist doch schon mal viel wert. Auch wenn ich jetzt immer noch nicht weiß, wo ich hin muss. Aber jetzt kann ich mich hier zumindest ein bisschen ruhiger umgucken, oder? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Kann ich hier durch? Könnte ich. Sieht aber ziemlich hell aus alles. Und da oben ist jemand. Aber ich fürchte, ich muss hier sogar hin. Egal, ich schaue mich jetzt erstmal hier um. Der Auftrag ist in Ordnung. Zahlung in bar. Man muss keinen umbringen. Stell keine Fragen, dann ist alles gut. Was ist mit dem Herrn des Hauses? Was habe ich dir gerade gesagt, Wachsohr? Der da oben ist von Adel. Was? Wenn er ein Adliger ist, warum lebt er denn hier unten, in der Hundescheiße? Hm. Er hat sein Geld für die seltsamsten Dinge ausgegeben. Sein Geschmack ist sehr speziell. Speziell? Speziell. Hm. Vielleicht hat er ja auch Geld für eine achtbeinige Katze ausgegeben. Für eine, die total komisch aussieht und sehr speziell. Ah, Inventar voll, alles klar. Was ist mit den Eintopfküchen passiert? Weg. Aubrey? Was ist Aubrey? Garten des Sammlers. Sind die anderen ausgegangen, Sir? Nein, das heißt irgendwie schon. Ich brauche einfach mehr Licht. Ein kleinen Unfall, ah ja. Müssen wir jedes Mal diese Verhörnummer durchspielen, Aubrey? Bring mir einfach eine Kerze. Wie ihr wünscht, Sir. Oh, War da gerade jemand? Nein. Hier ist nichts. Nein, hier ist nichts. Okay, ich bin zumindest schon beim Haus. Auch wenn ich absolut keine Ahnung habe. Ich schaue mich einfach mal ein bisschen um, ne? Das Haus eines Adligen, hier wird sicherlich einiges zu holen geben. Hui! Wieso ist nur die eine Schachfigur vergoldet? Das ist gemein. Vaters Testament, oh. Ich wette, damit kann ich noch was anfangen.
Eigentlich sollte ich ja mal das Feuer ausmachen, ne? Unwichtig. Adelshaus arbeiten können, anstatt seine Abartigkeit zu bespaßen. Da hinten ist ein Bild. Ich wette, das kann ich mitnehmen. Oh, Wache. Scheiße. Ah, Wachen sind doof, Mann. Ich muss da aber rein. Ich wette, ich muss da rein. Nein, 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 nein. Hm? Da war doch jemand. Nein. Oder nicht? Hier ist nichts. Tja. Wahnsinn. So viel zur verbesserten KI, ne? Ich stehe vor seiner Nase und er sieht mich nicht. Hauptsache nicht bewegen. Ich bin froh, wenn das alles vorbei ist. Hier oben ist jetzt auch keiner mehr, richtig? Uah. Das nenne ich wirklich einen extravaganten Geschmack. Es erinnert ein kleines bisschen an Konstantin. Im ersten Teil. Das Haus war ziemlich extrem aufgebaut. Ah, da ist was, gib mir das, gib mir das, gib mir das. Wer den ersten Teil mal gespielt hat, kann mir hier beipflichten. Das war wirklich nicht schön. Bis man sich da irgendwie mal zurechtgefunden hat. Gib mir das. Rausliegen das Tagebuch. Geheimtresor. Oh, Geheimtresor. Geheimtresor ist etwas Schönes. Ich will aber erstmal gucken, was da überhaupt drin steht. Ey. Südviertel? Nein. Ah, hier unten. Vaters Testament. Im Jahre der Northcrest-Rennschaft 3 oder 8 oder... Ich, letzter Lord seines Hauses, das durch meine verräterischen durch mein verräterisches Verhalten entehrt wurde, übertrage meinen Titel und sämtliche Besitztümer meiner einzigen schwachköpfigen Kind. Seit seiner Geburt unter unglücklichen Sternen vor 26 Jahren ist mir klar, dass unser edles Blut erschöpft ist. Ich schreite nun zum Galgen und wenn er wegen eines abstoßenden Lasters oder durch eine unausbrechliche Krankheit dahinscheidet, endet unsere Linie. Ich bin damit im Reinen. Das ist, glaube ich, weniger. Bezeugt durch die Verwaltung von Northcrest. Unterschrift unleserlich. Ja dann. Ha. Hausdienertagebuch. Eine gute Woche, alles in allem, selbst nachdem der Meister dieses ausgestopften Monster gekauft hatte. War noch genug für Trockennahrung und billigen Wein übrig. Ich denke, das ist ein Adliger, Mann. Was geht hier ab? Schon wieder ein Unfall. Ich muss einen neuen Arzt suchen, der jetzt wie behauptet, er habe ernsthafte Arbeit zu tun. Aha. Der Meister zeigte sich nach der Sache mit dem Bettpfosten recht reuevoll. Er stimmte zu, weitere Teile seiner Sammlung in den Tresorraum im Keller zu verlegen. Wurde mitten in der Nacht vom Meister geweckt. Er hat sein eigenes Geburtsdatum vergessen. Manchmal wünschte ich, er würde die Schlosskombination vergessen, während er im Tresorraum eingesperrt ist. Okay. Offensichtlich scheint in diesem Tresorraum mehr zu sein. Scheiße. Ja. Kann ich hier runter? Ja, ne? Kann ich. Komm. Die Kerzen dienen anscheinend alle ihrem vorgesehenen Zweck, Sir. Wahrscheinlich. Ja, nein, Wache, Wache, Wache. Was soll das heißen? Ich bin enttäuscht von dir, Aubrey. So wie ich, Sir. Ist da jemand? Komm raus, damit ich dich sehen kann. Wer hat das gemacht? Ist was da gemacht? Jemand? Hallo? Hier wurde gar nichts gemacht. Ich muss mich geirrt haben. Aus dem Staub gemacht. Okay, speichern. Sorry, ich bin irgendwie ein bisschen schweighaft in diesem Teil, aber ich find's gerade so spannend. Ich muss dir doch irgendwie... Kann ich den nicht nochmal ablenken mit irgendwas? So ein Wurfobjekt da hinten hinschmeißen? Probier's einfach mal. Pong. Ha? Will da jemand Ärger? Nein. Wer hält mich hier zum Narren? Ich. Aber passt schon. Okay, danke sehr. Jetzt kann ich mich hier in Ruhe umgucken. Uah. Ich weiß nicht, also die Bilder als Kunstwerke zu bezeichnen, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Was haben wir denn da? Okay. Ah, da ist noch was. Gib mir das. Die sind wahrscheinlich alle leer. Nein, nicht alle. Da war aber noch was. Da, gib mir das. Wow. Ja, das Ding finde ich auch ganz hübsch. Warum kann ich das nicht mitnehmen?
Aha. Hui, Nahrung, gib mir. Das lohnt sich. Doch, es lohnt sich. So, die Wache haben wir dann jetzt auch ausgeschaltet. Da ist noch was zum Mitnehmen. Kommt der hier etwa schon wieder runter? Der geht mir ja so ganz dezent auf die Nerven. Der wird so ein bisschen aufgekratzt, der Typ. Okay, jetzt muss ich nur zusehen, dass ich diesen komischen Tresor finde. Ah, er war auch alarmiert. Hat er das auch gehört? Sauerei. Gut, dann würde ich aber sagen, beende ich diesen Part für jetzt mal. Weil ich schon wieder bei 22, 23 Minuten bin. Und wahrscheinlich schon wieder drüber. 26. Mein Gott, ich überziehe meine Parts einfach grundsätzlich. Ich glaube, ich sollte mir ein Limit von 15 Minuten setzen. Dann überziehe ich, wenn ich 20 mache. Das wäre gut. Jedenfalls vielen Dank fürs Zuschauen. Ich weiß, ich war ein bisschen still diesmal, aber ich hoffe, das ist nicht so schlimm. Könntest du bitte wieder hochgehen? Mann, der nervt. Egal. Dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part. Entschuldigung, ich bin ein wenig müde. Bis dahin. Ciao.